Kommerzsport in der Jugend mit so einer zentralen Frage, ob das Sportangebot gegen Gebühr überhaupt sein darf oder so. Da kann ich also nur eins sagen. Zuerst einmal, dass ausgerechnet die Süddeutsche Zeitung sich Gedanken macht über den Kommerzsport, obwohl sie ein eigenes, eine eigene Rubrik jeden Tag rausbringt, nur über den Kommerzsport mit jedem Schmarrn, der möglich ist, das ist schon eigenartig. Und dann jetzt auch noch diese Geschichte, bei der unter Umständen auch was Gutes dahinter stehen könnte, nämlich, also nochmal die Frage, Sportangebot gegen Gebühr, ist sowas schlecht? Das kommt jetzt natürlich drauf an. Wenn das der eigene Trainer ist, der dann sowas macht und dann Gebühren, die also sehr, sehr hoch sind, dann muss man da schon drüber diskutieren. Und dazu muss ich eigentlich einen Ausflug machen in sportwissenschaftliche Grundlagen generell. Damit Sie nicht glauben, ich mache da irgendeinen Zirkus oder was, sondern ich habe selbst Bücher verfasst über Sport, hier mit einem einfachen Text über sinnvollen Sport oder ein kompliziertes Ding, stressstabil ausbilden, da kann man alles drunter sehen, bis hin, also vom Piloten, Jetpiloten, bis zum Torjäger im Fußball und so weiter. Bei schwierigen Artikeln, wo man also gar keinen Fehler machen darf, Ausbildung zum Beispiel im Tauchen, stressstabil ausbilden, oder jetzt, weil ich am Ort ja sehr viel tätig war, ein Buch über Eishockey, auch auf wissenschaftlichen Grundlagen. Und weil es ja um den Sinn des Sports geht, auch mal ein Ausflug in eine andere Art, nämlich Konrad Lorenz' Buch über die Aggression, über das sogenannte Böse, die Naturgeschichte der Aggression. Das heißt, da ist der Sport drin verankert und ich gehe jetzt zunächst einmal rein. Ein eigener Trainer bietet also plötzlich Zusatzstunden an. Dann muss man natürlich fragen, was bringt es oder wer will sowas nutzen etc. Macht der irgendwelche Tricks? Es ist zunächst einmal für die Eltern die Frage, ja, wenn wir da was zahlen, was bringt der den Leuten eigentlich bei? Macht der unseren Kindern, unseren Jugendlichen im Training irgendwelche Vorhaltungen oder was? Er ist was? Ist er Trainer? Ist er Übungsleiter? Oder ist er ein Lehrer? All die drei Sachen, zusammen sind eigentlich schon der Grund, darüber nachzudenken. Macht er in seinem Unterricht, macht er da Fehler, also wissenschaftlich genannt, im Lernbereich muss er sogenannte Führungsgrößen kennen und vermitteln. Das heißt, das müssen die Kinder auch wieder nachsprechen können. Ja, das sind die einfachen Sachen, also jetzt sage ich Fußball schnell was, den Ball mit der Stirn treffen beim Kopfball. Das wäre so etwas, fertig. Und dann macht er dazu die Übungen, dass das sitzt. Ein, und das ist mein Beispiel dann jetzt weg vom Sport, vom Fußball, was ja die meisten aber gleich kennen, Autofahren. Was muss man können, um anzufahren? Ich bleibe mal neben der Sicherheit, Sicherheitspflicht, Kupplung drücken, Ganghebel H, Fahrzeugtyp links oben, Gas geben und Kupplung kommen lassen. Der Rest ist, wie gesagt, Übung. So, wenn jetzt ein Trainer hergeht und sagt, er gibt jetzt zusätzliche Stunden, dann ist die Frage, was macht er? Bildet er neu aus? Macht er jetzt Kupplung und Bremse? Vertauscht er das plötzlich? Da fängt jeder schon zu lachen dann an, das kann nicht gehen. Wenn er aber nur Übungen anbietet, dann ist die Frage, warum ist das so teuer? Wir sind bei einem Verein und dieser Verein sollte die zusätzlichen Stunden anbieten. Denn wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, wie wird einer wirklich besser, dann gibt es also zu den Führungsgrößen, zum Lernteil, das Spiel mit der maximalen Übungshäufigkeit bei optimaler Spielnähe. Das ist also ein Fachbegriff. Aber da ja die Kinder ständig sowas machen, müsste das doch möglich sein, dass ein Verein sowas anbietet, ohne dass horrende Summen verlangt werden. Ein Beispiel, wir haben beim Eishockey das so gemacht, wir haben, weil ja wenig Eiszeiten zur Verfügung standen, haben wir ein sogenanntes Mittagstraining angeboten, weil das Eis zwischen 12 und 13:45 war es immer weitgehend frei. Und dann konnte jeder, der von der Schule auf dem Nachhauseweg war und gesagt hat, ja, ich mache noch eine Stunde oder eine halbe Stunde, der konnte üben. Das heißt,
Die Zeit war von uns zur Verfügung und als Aufsicht genügte also da irgendjemand, der also aus dem Eishockey kam und Zeit hatte. Dann ist es bei den Kindern ja auch so, wenn die Übungen im Training kennenlernen, dann können die die selber machen. Es sind ja so und so viele Spitzenspieler, die eigentlich das Ganze nicht durch einen besonderen Trainer oder was kennengelernt haben oder einen Übungsleiter oder einen Lehrer, sondern weil sie ständig selber gespielt haben. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Kinder Zeit haben, selber zu spielen. Also ein Verein müsste sowas zusätzlich anbieten, ohne dass wir also da große Gelder in die Hand nehmen müssen, insbesondere für die Lehrer. Ich kann ein wunderbares Beispiel bringen, warum das so funktioniert. Denn wenn jemand jetzt ständig also Fußball trainiert und so weiter und ist dann irgendwann stabil, bis er in der ersten Mannschaft ist, dann ändert man eben nicht mehr Kupplung und Bremse, sondern, und jetzt nehmen wir das Beispiel, wie wurde der Franz Beckenbauer mit seiner deutschen Nationalmannschaft Fußballweltmeister? Dann sollte man das Beispiel kennen. Nach Kabine hat er gesagt, so, und ihr geht jetzt raus und spielt Fußball. Das war die Weltmeisteransprache. Geht's raus und spielt's Fußball. Also, nämlich, jetzt wieder wissenschaftlich, das ältere, stabilere Muster setzt sich halt im Stress durch und das haben sie ja alle drauf gehabt. Sie haben Fußball gespielt. So, für die Eltern, die jetzt glauben, mein Kind muss also Spitzenspieler werden, ein paar Hinweise. Der große Traum, Fußballspieler zu werden, da gab es im Bayerischen Rundfunk am 11. Oktober 1917 in Kontrovers eine wunderbare Sendung. Das Fazit, 99,9% schaffen das eben nicht. Und wenn sie noch so gut ausgebildet werden und so weiter. Passend dazu, die Scouts von den Bundesliga-Vereinen, die sagen, bleib du bei deinem Verein. Wenn du nämlich gut bist, dann finden wir dich schon. Fazit, auf jeden Fall also einfachere, billigere Lösungen mit Verein suchen. Jetzt wissen alle Bescheid, hoffe ich.